herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir trinken schon wieder irgendeinen Mist. Heute trinken wir. Heute haben wir erstmal mit Gast wieder. Genau. Mahlzeit. Heute mit unserem Special Guest Don Juan de René. Ihr kennt ihn noch aus der Halloween-Folge. Kann ich euch mal kurz zeigen. René? Hey! René! Hey! Ah! Er hat sich leicht verändert. ja, was trinkt man denn heute, René? Ja, ihr habt hier Gaffel Weiß mitgebracht. Nein, Wies. Wies. Genau. Gaffel Wies. Gaffel Wies. Es ist früh morgens und die Alkoholiker kommen schon wieder hier mit Bier. Genau, warte, damit wir das natürlich alles hier... 9.45 Uhr. Es ist 9.45 Uhr und wir öffnen erstmal eine Kanne. Das muss halt sein. Ja, das soll das Urkölsch sein. Sagt man, glaube ich, oder? Ist das richtig? Ja, ja, das ist die Vorform von... Ich habe keine Ahnung, Vorform von Kölsch oder so. Ja. Hey, ja. Na, es sprudelt schon. Es, ja. Da wurde ja auch wieder 7 Kilometer durch den Wald geschüttelt hier. Genau, hat 4,9 Umdrehung. Ist trüb, ne? Leicht. Es schäumt. Hatte eine leichte Ablage unten. Ja, Männer, Skoll. Skoll. Skoll, Prösteli. Aber lecker. Ja, süffig. Ja. Ja, doch. Nach alter Kölner Brauart. Grüße gehen raus an die zwei von Wanderverliebt. Ja, Mann. Die haben mir das gezeigt und dann habe ich zufällig bei Trinkgut gesehen. Und extra hier so kleine Mini-Flaschen, 0,33. Und toll, lecker. Haben sie gesagt, sollen wir auf jeden Fall mal probieren. Ja. Ja, 0,33 ist ja auf jeden Fall schon mal doppelt so viel wie ein Kölschglas, ne? Das ist nicht ganz billig. Ich meine, eine Kiste lag irgendwie bei 19 Euro oder so. Das ist schon happig. Ja. Entschuldigung, sonst meine Art. Schmeckt nicht schlecht. Können wir weiterempfehlen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Sehr lecker. Ja. Am obergärige Bierspezialität aus der Domstadt am Rhein. Hell, ungefiltert und naturtrüb. Also Leute, auf jeden Fall versprochen, das nächste Video wird kein Biervideo. Nein? Weil das ist jetzt, glaube ich, das 5. oder 4. Folge. Sollst du lügen? Schmeckt ja. Ja, aber wir haben ja... ein Alkoholproblem. Wir hatten gestern einen kleinen Dreh und da hatten wir eine Flasche Bier als Filmrequisite. Wir haben nicht abgedreht, da war die Pulle schon leer. Weißt du, da gibt er mir eine offene Flasche Bier. Ja, was machst du damit? Stehen lassen? Nippen. Was für Nippen? Was stimmt nicht mit dir? Junge, Filmrequisite. Ja, muss runter. Nippen. Ja, offene Flasche Bier, musst du nur dran nippen. Ja. Ganz anders nimm nicht das Nippen. Sojamilch. Ja. Wie auch immer. Keine Ahnung, was du dir da alles nicht reinschraubst. So ein Etikett ist auch ein richtig fescher Kerl drauf, ne? Ja. Da ist der Uwe. Der Uwe. Mit Bauchtäschchen? Ja. Zeig euch das mal. Richtig oldschool. Ja. Also ich glaube, da würde ich mir eine ganze Kiste von gönnen. Ja. Aber dennoch, wie immer, keine Werbung. Ja, genau, keine Werbung. Aber es schmeckt ganz lecker. Kann man auf jeden Fall trinken. Ja. Also wir hatten bis jetzt aber auch kein Bier, was nicht geschmeckt hat. Ne? Das war Bier. Na, bis jetzt, ja, das einzige Jahr. Verstehe die Frage nicht. Ja. Das Früh, ne? Ne, das Füchschen. Das Füchschen, das war hart. Das war extrem, ja. Das war hart. Aber sonst war bis jetzt alles gut. Ich habe fertig. Lecker, schön. Ja, sehr lecker. Das Produkt packen wir mal in die Videobeschreibung. Und im Kühlschrank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da und ein Abo. Ein Abo wäre richtig geil. Ja, Mann. Und folgt den René auf jeden Fall bei Instagram. Da gibt es auch schöne Aktbilder von ihm. Nur. Auf Baumstamm und so. Ganz erotisch. Auf jeden Fall was für die Frauen dabei. Bis zum nächsten Mal.
auch, Leute. No surrender, no surrender. Yeah, yeah. You know that this right here for what?